Diktate aus dem deutschen Schrifttum. Oskar Dänhardt, Kater und Sperling. Ein Sperling flog auf den Bauernhof. Da kam der Kater, erwischte den Sperling, trug ihn fort und wollte ihn verspeisen. Der Sperling aber sagte: Kein Herr hält sein Frühstück, wenn er sich nicht vorher den Mund gewaschen hat. Der Kater nahm sich das zu Herzen, setzte den Sperling auf die Erde und fing an, sich mit der Pfote den Mund zu waschen. Da flog ihm der Sperling davon. Das ärgerte den Kater und er sagte: Solange ich lebe, werde ich immer zuerst mein Frühstück halten und dann den Mund waschen. Und so machte es bis auf den heutigen Tag.